Wir haben hier so blaue Risse im Boden. Das sieht nicht so geil aus. Können wir die wegwischen? Nee, ne? Nee, die müssen wir wahrscheinlich entweder zuschweißen. Mit der Gun. Oder? Ja, ja, mit der Gun, mit der Gun. Ach du Scheiße, schau mal hier. Hier ist eine Leiche. Okay. Kristallisiert. Ach du Scheiße, pass auf. Junge, was ist das? Okay. Ah, ey, cool. Ja, bisschen unspektakulär. Oh. Ich weiß nicht, vielleicht können wir. Oh, ja! Also mich hat's halt gekillt. Damit kann man sich teleportieren, Bro. Mich hat's gekillt, aber. Ach so, ja, vielleicht, weil es im Feuer lag? Ja, oder weil du da gespawnt bist und dann hat sie mich irgendwie ups genommen. Nee, ich glaube, ich hatte es im Feuer liegen, was du mich da reingestellt hast. Ah, okay. Okay, aber geil, legen wir mal hier hin. Ja, wenn die Map so groß ist, brauchen wir das bestimmt. Und die ganzen Kristalle kann man einfach kaputt machen, ne? Ah, nee, aber das macht die nicht. Die machen Dreck. Ja, ja. Ich bin irgendwie gespannt, ob so die Menschheit es hinbekommt, dieses Problem des Klimawandels irgendwann aufzuhalten. Oder ob es so ein Ding ist, was unstoppable ist und wir nie hinbekommen werden. Ich habe diesen Poddy geschaut mit Tim Gabel und Marc Benecke. Der ist so ein Naturwissenschaftler auch. Also den kennt man ja eigentlich. Das ist auch dieser Guy von Medical Detectives, der da immer mit den Maden und so kommt. Aber ja, und der hat halt auch jemand über Klimadings geredet, Klimawandel. Und er hat halt gesagt, Digga, es ist halt in dem Sinne nicht mehr zu stoppen. Man kann halt versuchen, den halt noch so zu bremsen, dass es halt noch so tragbar ist für die Menschheit. Weißt du, dass jetzt wieder mit leben können. Ja, aber so... Halt, wenn du das halt so bremst, in so... Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann so in ein paar Jahren einfach unsere Erde nicht mehr existiert, oder? Egal, das sagt doch auch nicht der Klimawandel. Also nicht unsere Erde, nee, aber das, also, ich meine, dass wir nicht, dass es impossible ist zu leben, meine ich. Ja, also in ein paar Jahren wird es ja auch nicht so sein. Es ist halt die Frage, wie schnell ändert sich das halt und hat das halt auch vielleicht wirtschaftliche Auswirkungen oder nicht oder so, ne? Und dann, er sagt halt, wenn man es genug bremst, dann kann man es halt auch noch für wirtschaftliche Aspekte, sodass halt, dass es halt noch sowas wie eine Wirtschaft überhaupt geben kann, noch abbremsen genug, dann ist okay, dann können unsere Kinder noch drin wohnen, unsere Enkel und sowas hier. Aber wenn es halt zu krass sich verändert, dann wird es halt schwierig auch. Ja, mal gucken, Dicker, das ist auf jeden Fall weird shit mit den Crystals. Hier ist richtig viel Crystal Meth. Crystal Meth. Digga, ich hatte mal, ich weiß nicht, ob das irgendeine Großtante von mir war oder einfach nur irgendeine random Frau, mit der mein Großonkel mal eine Weile gechillt hat. Auf jeden Fall war mal eine Person hier. Chill hat mir gefallen, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall kannte ich mal eine Person, die hieß Crystal mit Vornamen. War wie geschrieben? Mit K, oder? Wahrscheinlich. Oder mit CH halt, aber C-H-I-R-I-S-T-E-L oder so. Oh, ich habe letztens jemanden kennengelernt, ich weiß nicht mehr genau den Namen, aber so. Im Grunde war die Kombination aus Vor- und Nachname so Christen Harten oder so. Christian Harten oder so. irgendwie sowas war es. Das war nicht genau der Name. Ja, aber. Finde ich stylisch, ehrlich gesagt. Pack mal Teleporter ins Feuer, mal schauen, ob es geht. Boah, das ist gar nicht so dumm. Vermutlich passiert das. Ja, aber haben wir noch den Pendant zu dem anderen? Also, wir bräuchten dann 4 Teleporter, oder? Ah, da oben ist der, aber mein. Sorry nochmal. Vergessen. Boah, Junge, bloß weg mit den Dingern, Alter. Soll ich mal reintun? Ja, mach mal. Welcher ist das jetzt? Ist es der zu dem hier? Aber der brennt, glaube ich, selber. Das heißt, der wird. Ist es der blaue oder der orangene? Blau. Ja, nee, dann scheiß drauf. Ist nicht worth, das zu skillen. Ich meine, wir können ihn hier hin machen, dann fallen halt die Sachen vom Ofen raus. So. Kann man sie einfach einsammeln, vielleicht. Machen wir hier nochmal die Kristalle. Ich stelle mir einen Dreier mit einem Girl, also mit zwei Girls quasi, strange auch vor. Also, es ist halt ein ganz anderer Vibe. Weil so die Aufmerksamkeit ist ja ganz anders verteilt auf einmal, so, ne? Irgendwie. Man ist jetzt nicht so, man sagt, okay, das ist meine Person jetzt hier, mit der mache ich das jetzt. Oder gebe ich jetzt hier so Vollgas? Sondern auf einmal hast du halt zwei Personen. Und du musst irgendwie, das muss sich irgendwie aufteilen. Und vielleicht fangen die auf einmal an, untereinander alles zu machen. Du bist jetzt auf einmal alleine da und gehst eine rauchen oder so. Weil keiner sich mehr für dich interessiert. Und du hast erstmal eine halbe Stunde Pause. Kann ja auch passieren. Okay. Unpopular Opinion. Aber ich glaube, ich fände es einfach entspannter, einfach nur zuzugucken, wie so zwei Girls irgendwas machen. Obwohl, ist Cap. Ja, okay. Du guckst dann halt zu und dann wirst du ja auch. Ja, da muss ich auch mit einsteigen. Dann gehst du mit rein, natürlich. Ja, nee, dann. Da hilft ja nichts. Da muss man engagen. Ja, da kannst du dir noch alles sonst, vorgenommen haben vorher, noch 10 Minuten vorher auf einmal. Sonst diffusen die Bomben, weißt du, ich meine? Da muss man ein bisschen offensive spielen dann an der Stelle. Richtig. Rein Popflash und Abfahrt. Ja, Mann. And I was brought up in oh. I know what I did wasn't clever, but you and me were meant to be together.
So what to say, what to say, what to say. What to say, what to say, what to say. What to say, what to say, what they say. What they say. And the roof came on, I just didn't know what to do. Monte, dein Aquarium brennt. Nee, er sagt so, Monte, dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. So geil, Alter. Warum sagt er Monte denn Aqua, dein Aquarium? Ja, ja, er verspricht sich so ein bisschen. Also, oh mein Gott, das ist ja noch viel peiniger dann. Aber der Clip ist schon ultra alt, oder? Ja, ja, das ist... Oder kannst du mir bitte einen Gefallen tun und mich kurz unterstützen bei diesem Gang hier? Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz kranker Film hier. Der da oben? Oben. Was bräuchtest du denn für eine Utensilien? Wassereimer und ein gelber Container. Vielleicht kannst du mir das kurz in den Teleporter stellen. Okay, warte. Gelben kann ich dir schicken schon mal. Okay, also einmal den blauen. Warte mal. Wow. Jetzt muss es zwei Köpfe geben, weil der Eimer ist nämlich jetzt verdoppelt worden. Nein, Bro, es gibt keine Zwecke. Ey, das ist einfach ein Randomizer. Die gelbe Container ist auf dem Weg. Ich meine, wenn der Teleporter am Ende rot wird, dann stirbst du oder die Sache dupliziert sich. Aber ich glaube nicht, dass der eine Teleporter wird einfach rot und der andere wird einfach blau. Ich glaube, Monte in Aquarium brennt. Was wollte er mit, wollte er, ich frag mich, wollte er so einen Gag machen von wegen, hey, ein Aquarium kann ja gar nicht brennen? Oder war es einfach eine Kurzschlussreaktion, weil er wusste, okay, Monte ist bekannt für seine Aquarien, deswegen sage ich einfach Aquarium? Oder weißt du, also ich frag mich wirklich, was ging halt in seinem Kopf vor so? Ich hab geschrieben, was findest du an der Elektrotechnik am faszinierendsten? Gar nichts, deswegen habe ich es abgebrochen, I guess. Oh mein Gott, Dominik, ich hätte gerade einen spontanen Gedankenblitz. Yes? Wie wir die Kristalle abkriegen. Einfach einprügeln mit was anderem. Naja, ich bin einfach mit einem Gegenstand einfach dagegen gegangen und hab's einfach abgerissen. Also müssen wir die echte abkriegen, ja? Josen, ich habe auch die Pistole-Lette gefunden. Kannst du den Wischmopp wahrscheinlich auch rechtsklicken, das geht auch. Ja. Boah, das ist nochmal richtig viel Arbeit, Alter. I can be your hero. Dominik, kurze Frage, was genau ist hier im Spawn passiert? Warum? Hier sind 19 Teleporter. Ich hab die alle da hingeworfen. Ich hab nichts gemacht mit denen, ich hab sie nur da hingeworfen. Sind das mehr als wir hatten eigentlich, oder was? Ja, es sind viele halt, ich war verwirrt. Ja, weil ich hab die alle im Aufzug und so gefunden, habe ich die alle dahin, weil nicht, dass die nachher noch zu Prozenten dazuzählen. Was müssen wir mit den Laternen machen, oder sind die nur für uns? Also ich kann mir echt nicht glauben, dass die für uns sind, weil wir sehen doch eigentlich alles. Oder die müssen hier in diese Lücken rein, warte mal, ich teste das mal. Ich hab grad noch Kristalle gefunden und freue mich sehr. Ich kann mir vorstellen, dass es hier rein muss. Nee, okay, ich glaube, die sind tatsächlich nur für uns. Aber wenn mein Bildschirm heller sein soll, dann benutze ich einfach meinen neuen Gaming-Monitor. Yeah, der curved ist. Was ist der? Curved. Würdest du sagen, du bist ein True Gamer, wenn du einen Curved Monitor hast? Dominik, ich würde gerne dein Poloch anzünden. Okay, komm her. Aber so eine Solar Flare, ne? Okay, dann speichere ich. Wo mache ich das nochmal? Escape, Safe Game. Safe Game, New Safe Game. Okay, ist gespeichert. Popo!